Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon Super Mystery Dungeon. Wir sind hier in einem neuen Ort, wollte ich sagen, aber wir haben die letzte Ebene bereits erreicht. Das finde ich gut. Neue Gebirgskette, ja. Weil dieser Dungeon ist nicht zu unterschätzen. Muss ich sagen. Hier sind sehr starke Pokémon unterwegs, die uns sehr, sehr auf den Sack gehen. Deswegen sollten wir jetzt versuchen, die irgendwie möglichst schnell zu besiegen. Heilblockade. Regeneriert keine KP mehr. Nach einer Weile klingt das ab. Ja gut, immerhin das. Okay, wir müssen... Das Vieh muss weg. Warum will das Vieh da oben nicht draufgehen? Danke. So. Jetzt dieses verdammte Vieh hier. Ich wette, ich kann es jetzt wieder nicht mehr treffen, oder? Nee. Nee, keiner trifft mehr. Okay, wisst ihr was? Wisst ihr was? Wir lassen das Pokémon einfach hier. Kotz mich an so. Wir warten das einfach weg. So, tschüss. Nein! Azumarill ist jetzt auch weg. Shit. Wo soll ich jetzt hingehen, verdammt? Azumarill? Oh, da bist du ja. Gott sei Dank. Gott sei Dank bist du da. Schlagkraft. Ja, geben wir auch mal noch. Azumarill ist ja egal. Und was ist das hier eigentlich? Dieses Ding hier. Das da. Ah, hier kann ich die Ansicht unten ändern. Ach so. Nicht weiter interessant, aber immerhin, man kann es machen. Warum hast du da oben eigentlich Items liegen lassen? Das hier zum... Oh, Einschüchterer. Shana. Wisst ihr was? Wir gehen schnell weg. Wir gehen schnell weg. Na, oh, nicht noch so ein verkacktes Vieh. Ja, bitte... Nee, komm. Das Vieh verändert seinen Fluchtwert und wir können es nicht mehr treffen. Das ist echt zum Kotzen. Nee, das ist echt zum Kotzen. Macht so echt keinen Spaß. Wo ist Pachirisu? Okay, dann... Ah, shit! Was? Wie stark sind diese Viecher, bitte? Wie stark sind diese Viecher? Okay, ich würde sagen, mir reicht's. Ich setze eine Kombinationsattacke ein, ernsthaft. Die Viecher hier sind viel zu stark für mich. Okay, ich nehme die Antikraft, habe ich zwar nicht mehr viel. Shit, Shan hat auch kaum mehr was. Ja, komm. Doppel. Und du? Du hast auch fast nichts mehr. Was soll denn der Müll? Da oben ist schon wieder dieses... Oh, zwei Driftlons. Ja, klasse. Oh, Gott. Oh, Gott. Warum sind die so stark alle zusammen? So, nochmal Kombinationsattacke. Und die anderen beiden Viecher, die muss ich einfach wieder wegwärmsen. Das kann doch nicht sein so. Ja, ja, Fluchtwert. Ja, ja, ist klar. Ist klar. Du Kackviech. Nee, so ist echt Kacke. Hier, weg mit dir. Shit, alles sind weg. Das wollte ich nicht. Shit, das wollte ich nicht. Nein, jetzt schlafe ich auch noch. Nein! Was ist das denn? Manche gegnerischen Pokémon sind nach der Entwicklung sehr stark, also sei vorsichtig. Es gibt übrigens auch Gegner, die sich nicht entwickeln können. Außerdem gibt es Dungeons, in denen keine Entwicklungen stattfinden. Ja, ja. Pachirisu, schnell. Shit, verdammt, das war wieder so übel knapp. Das gibt's doch gar nicht. Vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Meine Backen standen vor Angst unter Strom. Konexosphäre leuchtet auf, ja. Und verbunden. Ja. Und das Ganze baut sich wieder aus. In Ordnung. Und dann den Dungeon so schnell wie möglich verlassen. Oh ja. Shit, ich sollte nicht in so große Dungeons gehen. Ernsthaft. Das ist viel zu gefährlich. Das ist echt viel zu gefährlich. Für heute ist Schluss mit der Forschungsarbeit. Erledigte Aufträge werden aus der Auftragsliste entfernt. Am nächsten Morgen. Nom, 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 nom. Speichern? Ja, natürlich. Boah, aber echt so viele böse Pokémon. Driftlon ist jetzt das böseste Pokémon hier. Ernsthaft, das ist übel. Sei wieder schön vorsichtig, hörst du? Natürlich. Morgen, Johnny. Lass uns auch heute wieder 100% geben, ja? Machen wir. Machen wir. Aber dann müssen wir erstmal ein paar neue Items mitnehmen. Ah, hey, ihr zwei. Oh, Pam Pam, Schnutheim.
Bleib bloß weg, du Nervensäge, klar? Na komm, sei doch nicht so. Na, habt ihr beide auch viel Spaß in euren Sommerferien? Ja, darauf kannst du Gift nehmen. Ah ja, Sommerferien sind einfach genial. Ja, da sind sie sich einig. Ach, übrigens, habt ihr zwei schon von den Gerüchten über unsere Schule bei Nachtwind gehört? Bei Nachtwind? Ah, bei Nachtwind bekommen, ach so. Gerüchte über unsere Schule bei Nacht? Nee, wir haben keinen blassen Schimmer, wovon du sprichst. Worum geht's denn? Ah, nun, wenn es Nacht wird, soll es in unserer Schule spuken, weißt du? Was? Spuken? Ja, genau. Keine Ahnung, wer damit angefangen hat, aber man redet über nichts anderes mehr. Ja, von irgendwoher auf dem Schulgelände ertönt wohl ständig ein schauriges Brenne. Und wenn man sich dann umdreht, sieht man nur fahle blaue Flammen. Oh, Shana. Shana! Hat die Kleine ein bisschen Angst bekommen? Bist du jetzt ohnmächtig oder was? Es war nicht lustig, Leute. Nanu, wo bin ich? Ja, erinnerst du dich etwa nicht? Du bist auf einmal umgekippt. Wow, wer hätte gedacht, dass du so eine ängstliche Knalltüte bist? Ja, große Geschichten sind überhaupt nicht mein Ding. Tja, und was, wenn die Gespenster heute Nacht bei dir zu Hause vorbeischauen? Was? Nein! Du hättest dein Gesicht eben sehen sollen. Du bist ja voll der Feigling. Dann sieh mal zu, dass die Gespenster heute Nacht nicht über dich herfallen. Leute, ihr seid gemein. Solche Geschichten sind einfach nichts für mich. Das war kein toller Start in den Tag. Für heute ist mir die Lust auf Aufträge erstmal gründlich vergangen. Nies mir nicht übel, Shani. Morgen bin ich wieder voll dabei. Das war jetzt bereits ein Tag? Oh, jetzt ging es in der Nacht weiter. Nach Einbruch der Dunkelheit. Ich kann mir schon ungefähr denken, was passiert. Die Schule bei Nacht, okay? Beim Konrektor. Was macht er da? Warum muss meine eine nachts auf dem Schulgelände nach dem Rechten sehen? Solch niedrige Tätigkeiten fallen nicht in den Aufgabenbereich eines Konrektors. Der Direktor scheint den Unsinn mit den Gespenstern für bare Münze zu nehmen. Er sollte sich wirklich mal am Riemen reißen. Wer glaubt denn heute noch an Gespenster? Das ist doch alles Unfug. Nie und nimmer ist da etwas Wahres dran. Es ist an der Zeit, das Ganze hier abzublasen und stattdessen das Café aufzusuchen. Hoffentlich haben die noch geöffnet. Brenne. Nanu, hat da jemand etwas gesagt? Brenne. Das kommt von da draußen. Wer könnte das nur sein? Das ist eine gute Frage. Niemand zu sehen. Brenne! Ah! Was zum? Am nächsten Morgen. Wow! Möchtest du speichern? Ja, will ich. Wow, was ist da passiert? Shit! Was ist da passiert? Hallo, Blanas. Morgen, Shani. Lass uns heute auch wieder 100% geben, ja? Ja, ein bisschen mehr als gestern, wäre cool. Ja. Wir gehen natürlich mal zur Schule, vielleicht ist da etwas los. Muy, muy misterioso. Ich frage mich, was wohl passiert ist. Ja, wer weiß. Aber wenn du mich fragst, war der Gute einfach nur übermüdet. Ay, caramba, wenn das nicht Shana und Shani sind. Perfekto, ich komme genau richtig. Chicos, habt ihr schon von dieser Sache mit Senior Kukmata gehört? Konrektor Kukmata? Nein, wieso? Angeblich hat man ihn heute Morgen bewusstlos in der Schule gefunden. Was, echt? Der Senior erinnert sich nur noch daran, dass er nachts in der Schule Wache geschoben hat. Er muss dort etwas Fürchterliches gesehen haben und in Ohnmacht gefallen sein, ah! Oh nein, etwas Fürchterliches? Naja, Kukmata betreibt es gerne mal. Ich würde das nicht zu ernst nehmen.
Es ist bestimmt einfach nur eingenickt und will es bloß nicht zugeben. Sieh, aber du hast da wahrscheinlich recht. An der Sache ist bestimmt nichts dran, nada. Wer weiß das schon so genau? Auf jeden Fall möchte ich mich jetzt erstmal mit neuen Items eindecken, weil das war, wie gesagt, ein bisschen zu heftig für mich. Und die Samen brauche ich nicht mehr, das lasse ich auch da. Shit, alle unsere Belebersamen sind draufgegangen. Alle. Alle. Nochmal was kaufen. Hast du Belebers? Ja, hast du. Komm, Sinsbeere kaufe ich mir auch gleich. Ja, kannst du haben. Nein, das war's, danke. Ja, gehen wir mal zur Schule. Vielleicht können wir irgendwas finden oder so. Hier sieht alles irgendwie völlig normal aus. Ja, alles normal. Aha, da oben sind alle. Dem Konrad geht es heute gut. Er ruht sich zurzeit zu Hause ein wenig aus. Ihr seid hier, weil ihr euch Sorgen um den Konrektor macht? Das ist nett von euch. Was für liebe Kinder ihr doch seid. Der Konrektor wird sich sicherlich auch sehr freuen, wenn er das erfährt. Ach ja, meinst du? Er hält nicht unbedingt viel von uns, weißt du? Weiß eigentlich jemand, was unserem armen Konrektor zugestoßen ist? Nein, bisher nicht. Hier drin ist nichts zu finden. War ich in den anderen Häusern eigentlich schon mal? Ich glaube ja, oder? Da ist was, da funkelt was. Oh, ein Apfel gefunden. Okay, sorry, falls ich den jetzt einfach so stehle. Aber ich habe den jetzt so gefunden und ich habe halt Hunger. Wow, kann ich mich auf den Chefstuhl setzen? Nee, kann ich nicht, schade. Okay, dann können wir soweit vermutlich nichts mehr tun, als wieder die nächste Nacht abwarten. Ich habe so das Gefühl, da passiert wieder was. Aber als erstes wollen wir natürlich einen neuen Job annehmen. Und zwar haben wir noch einen angenommen. Shit, den habe ich bereits angenommen, stimmt. Wow, das wird hier langsam aber groß. Es wird echt langsam groß hier. Es wird echt langsam groß. Wen habe ich jetzt noch angenommen? Trassler, ja? Ja, den Schatz. In der Grotte der Schulung. Mal sehen, ob sonst noch jemand etwas von da will. Hier, so. Anliegen prüfen. Neue Gebirgskette. Nein, es wird zu gefährlich. Dragoran, du bist neu. Kann ich jetzt einen Dragoran mitnehmen? Ernsthaft? Ihr seid auch alle neu. Dummisel, was hast du für uns? Emolga meine ich. Komisches Grasland. Nein. Und ansonsten... Oh, Planas ist da unten. Ja, ansonsten ist da nichts mehr. Aber was ist das da oben? Das da. Das funkelnde Zeug da. Verstehe ich nicht. Und was ist das jetzt? Das jetzt sind da... Ach so. Ach so, ich verstehe. Ja gut, dann müssten wir das Anliegen von Trassler eben machen. Das hört sich auch nicht so schwer an. Und deswegen, ja, machen wir das kurz. Grotte der Schulung, ja. In der Ebene 2, ja gut, kann ich eigentlich auch wieder jemand anderes mitnehmen. Das war Brutalander, so. Was? Der ist immer noch weg? Warum ist er immer noch weg? Penner. Azumarill war nicht gut, wir nehmen Felinara mit, komm. So, passt. Ja, wie gesagt, ich muss jetzt hier nicht allzu stark sein für die zweite Ebene dieser Grotte hier. Ne, ist nicht nötig. Ist echt nicht nötig. Wow, du hältst viel aus. So. Okay, wo kommen wir weiter? Alles andere ist uninteressant. Hallo, Kindwurm? Bams. Ich krieg's mit einem Schlag nicht kaputt. Und das finde ich ein wenig schade. Mit zwei auch nicht. So, aber mit drei, das war gut. So, und weiter. Wie gesagt, das dauert jetzt nicht allzu lange. So, hier müsste es doch schon sein. Befindet sich der Schatz von Trassler, ja. Ja, ja, habe ich verstanden. Nehmen wir es mal mit, Shana. Einfach so. Warum, weiß ich auch nicht. Oh, Schlaffalle. Verdammte Fallen immer. Kindwurm hat Zinnelbeere aufgehoben. Die hätte ich dann gerne.
Oder ich nehme einfach die hier mit. Und die hier. Wow. Wo ist das Geschenk? Hier. Nein, auch nicht. Hier sind noch Stöcke. Ja, ich habe am Anfang nicht viel von diesen Stöcken gehalten, aber seit dem Kampf gegen Brutalanda, muss ich sagen, sind die schon verdammt praktisch. Definitiv. So, weg da. Danke, Elitiva. Du sollst mir nur aus dem Weg gehen. Alles andere war... Oh, Voltoball. Hallo, Voltoball. Was ist das? Nee, wir sind echt noch nicht so stark, wie ich es mir erhoffen würde. Oh. Algoras, geh bitte weg. Ich sagte, geh bitte weg. Ich habe ja nicht getroffen. So. Was tut ihr da oben? Okay, gut. Level up für... mich! 15! Yay! Super! Super, super, super! Spezialverteidigung mal... Oh! Kann das bitte... Shit! Kann das bitte jemand anders machen für mich? Nicht heilen. Ja, das kann bitte jemand anders machen. Bemerkt KP-Knappheit. Nein, nicht heilen! Sollst das besiegen? Danke. Ich kann mich nämlich selber heilen, weißt du? Und zwar so. Und gleich nochmal am besten. So. Ja, ich möchte nicht mehr so verschwendisch mit meinen Items umgehen. Ah, da ist gleich das Geschenk. Den Apfel nehme ich auch noch mit. Ansonsten ist hier nichts mehr. Gut. Geschenk von Trasla gefunden. Gut gemacht. Yes. Willst du den Dungeon verlassen? Natürlich. Was? Auftraggeber wird begeistert sein. Ja, ja, ist gut. Ich war schon lange nicht mehr bei Kangama, um meinen Lohn abzuholen. Haben wir überhaupt das bekommen? Ich weiß es nicht. Ja, von Raichu zu Trasla, das hatten wir quasi schon. Dungeon verlassen, ja klar. Wir haben hier nichts mehr verloren. Ich könnte mir vorstellen, dass gleich noch irgendetwas passieren würde. Und weil ich mir das vorstellen könnte, würde ich erstmal sagen, das war's für heute mit Pokémon Mystery Dungeon. Beziehungsweise Super Mystery Dungeon. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und beim nächsten Mal geht es vermutlich weiter mit der nächsten geisterhaften Begegnung. Also Leute, macht's gut. Tschüss.